Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Tutorial von meinem Windows. Heute wird es darum gehen, den Kaspersky umsonst zu bekommen. Die Security Suite 2010, die aktuelle ist die 2011er, aber die kostet noch relativ viel. Und das Ganze wird durch eine Aktion von Computerbild kriegen wir es umsonst. Man muss sich nur ein Heft kaufen mit CD mindestens, das kostet 2,70 Euro und ich glaube mit DVD kostet es 3,50 €. Aber erstens mal ist es eine sehr gute Zeitschrift, muss ich wirklich sagen. Und zweitens sind da auch andere sehr gute Programme drauf. Gut, gehen wir auf Google Suche. Suchen wir mal in Google. Ja, kriegen wir hier gleich 2010er Lizenz für Kaspersky. Wir müssen da ein Konto bei Computerbild anlegen und zwar, Moment, wir gehen hier einfach mal auf Security Suite, Lizenzschlüssel anfordern oder erneuern. Geht mir drauf. So, jetzt kann man sich hier anmelden, das werde ich machen. Dann, ihr müsst wahrscheinlich auf Neu registrieren gehen, wenn ihr noch kein Konto habt. Ach ja, übrigens, eine Lizenz kann man zeitgleich auf drei Computern verwenden. Müsst ihr hier Benutzernamen eingeben, E-Mail-Adresse, an der dann auch die Bestätigungsmail zum Aktivieren des Kontos ist und da wird dann euch auch der Lizenzschlüssel hingeschickt. Dann das Passwort für den Account, Passwort wiederholen, Anrede, Herr, Frau, im Vornamen und Nachnamen, dann hier einen Klick hin. Und da das unten müsst ihr nicht anklicken. Das hier würde ich auf jeden Fall sowieso mal nicht. Das auch nicht anklicken, weil dann kriegt ihr wahrscheinlich immer Werbung und Spam und so weiter. Okay, auf jeden Fall, ich melde mich jetzt hier mal an. Benutzername und Passwort. Login. Gut, jetzt kommt dann die Meldung, ja, sie haben sich erfolgreich angeregt, bla 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 bla. Und jetzt kommt hier persönlichen Lizenzschlüssel antworten und verlängern und dann hier Lizenzschlüssel antworten. Hier müsst ihr anklicken und dann da draufklicken. Zack, zack, wird es an euch geschickt, mache ich nicht, weil ich habe nämlich noch eine Lizenz. Moment, dann melden wir uns wieder ab. Abmelden. Zack, sind wieder draußen. Okay. Gut, dann legen wir die CD ein, die wir aus dem Heft haben. Ich habe die jetzt schon mal eingelegt. Das ist jetzt nicht die ganz neue, wobei ganz neu kann man immer nie sagen, weil die erscheint ja immer alle 2 Wochen und von daher neu kann man da nicht sagen. Das kommt ja auch auf den Zeitpunkt des Uploads drauf an und wann die halt gemacht wurde. Das Video. Ja, okay, wir klicken auf jeden Fall mit Doppelklick drauf. Jetzt öffnet sich dieses Dings bei mir. Bei euch schauen die Programme nämlich da anders aus. Hier hat man halt die Palette der ganzen Programme. Da oben kann man Programme suchen. Hier Abo kann man hier abschließen. Das Cover drucken. Service gibt's da und beenden. Hier geht es immer zum Titelthema, aber wir suchen jetzt hier den Sicherheitscenter auf. Gut, klicken wir drauf. Normalerweise dürfen jetzt diese drei Programme sein. Zudem wird auch noch ein Tutorial kommen. Aber heute geht es ja um den Kaspersky. Klicken wir drauf. Jetzt erscheint schon mal die Übersicht. Dann klicken wir auf Systemtest, ob euer System überhaupt geeignet ist. Ja, passt. Dann installieren wir das. Bei mir würde jetzt wahrscheinlich blockieren. Und ja, bla 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 bla. Ja, von wegen irgendwie, ja, ich habe schon installiert und so. Ja, man kann sie dann ein Jahr lang kostenlos nutzen. Also jetzt erzähle ich mal ein bisschen was zur Lizenz. Hier unten sieht man immer, was für eine Lizenz verbleibt. Bei euch dürfte dann da 90 Tage stehen.
zu dem Kaspersky an sich wird noch werden weitere Tutorials wahrscheinlich kommen. Aber naja. Und wenn wir mal da draufklicken. Es funktioniert für 3 Computer 91 Tage. Dann sieht man meine Lizenz. Scheiße. Na ja, gut. Und ja. Wenn ihr dann wieder eine neue braucht, heißt nach 91 Tagen, und nach 90 Tagen fehlt immer, wenn ein Tag noch übrig ist, dann würde ich eine neue Lizenz anfordern. Ja, das könnt ihr ein Jahr lang machen und danach kommt wieder ein neue Suite. Ja, okay, ihr klickt halt auf Installieren. Ja. Befolgt dann die ganzen Anweisungen und dann kommt dann dieses Konfigurationstool. Und dann müsst ihr dann die Lizenz eingeben. Oder einfach kopieren, reinkopieren. Aber ihr müsst es, glaube ich, installieren, dann neu starten und dann das eingeben. Vorher wichtig, ihr müsst den vorherigen Virenschutz, wenn ihr einen hattet, was ich mal hoffe, den müsst ihr entfernen. Weil wenn man 2 gleichzeitig installiert hat, ist das nicht so gut. Ich würde euch sagen, raten, dass ihr einfach vollständig oder was dann auch der immer Daten steht. Und wenn ihr dann halt ein Problem hier habt, dann vollständig installieren, weil das ist das Beste. Und wenn ihr ein Problem habt, dann klickt ihr einfach auf Anleitung, ja, zitieren. Braucht ihr den Adobe Reader, der ist auch auf der CD. Adobe Reader ist auch drauf. Ja, genau. Ja, jetzt ist, glaube ich, da das komplett vom Heft drauf, weiß ich nicht, ich glaube schon. Naja. Ja, das ist das Heft. Ja, und da seht ihr dann halt alles von der Installation bis zum fertigen Dings. Ja. Also hier ist das Installieren. Ja. Und insofern, wenn ihr das dann installiert habt, werdet ihr wahrscheinlich gleich ein Update machen und dann habt ihr das umsonst. Die Kaspersky, der normalerweise glaube ich 25 Euro kostet, habt ihr dann halt umsonst. Okay, ich hoffe, es hat euch gefallen und das war ein Tutorial von meinem Windows. Tschüss, abonniert mich.